Medjugorje. Ja, es ist ein gefährlicher Ort, meine Lieben, denn kaum einer kommt zurück, wie er hinuntergefahren ist. Auch bei mir ist es so gewesen, dass so einiges also zurückgeblieben ist. Ich wäre heute nicht Priester, es würde heute kein Kit geben, wenn nicht die Gottesmutter mich in Medjugorje berührt hätte. Seit 40 Jahren ist der Himmel offen, seit 40 Jahren kommt die Gottesmutter jeden Tag zu den Seen. Ich lade Sie ein, dabei zu sein, also wenn diese Konferenz, die Medjugorje-Konferenz in Deutschland stattfindet.